Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Company of Heroes. Kurze Anmerkung, ich habe noch keine Folge rausgehauen und es sind schon 17 Folgen in der Mache. Also, ne? Wird wohl eher so ein Let's mach es instant Let's Play. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt was rausholen. Sowieso wahrscheinlich nicht. Diesen Freitag heute haben wir nämlich eine kurze Info, den 15. Oktober 2014. Nicht diesen Freitag, übrigens heute sollte eigentlich zu der Kunden kommen, ich weiß, tut mir leid, auch wenn ihr das jetzt erst wahrscheinlich 10 Jahre nachher sieht, bevor das rausgekommen ist, tut mir leid an alle zu der Kundenschauer, Internet und so, ne? Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, diesen Freitag darauf wird wahrscheinlich die letzte Folge, erstmal letzte Folge, bevor eine längere Pause Napoleon kommen. Das ist nicht beendet, das Let's Play, das ist definitiv, Entschuldigung, nicht beendet. Sondern erstmal pausiert, damit ich nämlich Company of Heroes erstmal raushauen kann. Und das kommt dann wahrscheinlich dienstags noch und freitags, damit ich die Folgen so langsam allmählich aus dem Reserve raus hab. Ne? So, aber nicht lang knacken, Kopf in den Nacken, heißt ja Norddeutschland und dann sind wir mal fort. Mission auswählen geht immer noch nicht, deswegen fortsetzen. Soweit ich weiß, haben wir in Cherbourg über 40.000 Deutsche gefangen. Viel. Glauben, dass wir so hart kämpfen mussten, nur um zu guter Letzt einen Trümmerhaufen in Besitz zu nehmen. Die Deutschen hatten den Hafen so stark zugesetzt, dass es Monate dauerte, bis wir ihn endlich benutzen konnten. Und trotzdem hatte die Eroberung der Stadt auch ihre guten Seiten. In einem versteckten Bunker fanden wir Geheimdokumente der Nazis. Dies sind die Blaupausen der V2-Rakete. Ihre Basis liegt versteckt in einem Tal im Süden, nahe der Kartoffel. Die Anlage, die allem Anschein nach noch nicht fertiggestellt ist, ist zur Hälfte in die Erde eingelassen. Die Startrampe selbst wird stark verteidigt, was den Einsatz von Bombern von vornherein ausschließt. Aus diesem Grund werden wir Fallschirmspringer einsetzen. Nach Einbruch der Nacht werden die Fallschirmjäger innerhalb der Mauern der Basis abgesetzt. Diese werden dann zu Fuß gegen die Basis vorgehen. Es ist eine sehr gefährliche Mission. Viel Erfolg. Moment mal. Setzt der Einsatz von Fallschirmspringern nicht voraus, dass man Flugzeuge über dieses Gebiet schickt, um dann die Fallschirmjäger abspringen zu lassen? Und ein stark verteidigtes Gelände, ist es dann nicht schlauer, das zu bombardieren, anstelle mit Fallschirmjägern dann reinzurennen? Die Männer sterben dann ja, wenn es stark verteidigt ist. Bomben können nicht sterben, die sollen ja kaputt gehen. Aber Entschuldigung, falls es jetzt laut war, hab in der Popschuss gekommen, aber amerikanische Logik muss man haben. Operation Steinwall. Wenn sie die Bank gleich zu Beginn erobern wird, erhöht das die individuelle Arbeitskraftrate. Bank? Rakete. Also ich weiß natürlich, dass die falsche Mega nicht jetzt, wie man hier sieht, direkt in das Gebiet abgeworfen werden. Entschuldigung. Sich genau hier befindet. Wenn wir dort Sprengladungen anbringen, wird dies eine Kettenreaktion auslösen, die wahrscheinlich den ganzen Stützpunkt zerstören wird. Der Stützpunkt wird von Flugabwehrgeschützen gesichert. Diese begrenzen den Bereich, in dem es uns möglich ist, Fallschirmspringer abzusetzen. Schalten Sie diese Flugabwehrgeschütze so schnell wie möglich aus, um weitere Absprungzonen zu öffnen. Damit der Nachschub nicht abreißt, werden wir hier beim Hauptzugang einen weiteren Angriff starten. Denken Sie daran, wir haben dort keinen Stützpunkt. Das bedeutet, dass wir ein feindliches Lager einnehmen müssen, um an schwere Waffen zu gelangen. Bringen wir es hinter uns. Okay, ihr habt den Captain gehört. Wir müssen diese Startrampe ausschalten. Nochmal kurze Anmerkung.
bergiges Land gibt's nicht in Nordfrankreich. Zumindest meines Wissens nach nicht. Das heißt, wir müssen weiter im Süden sein. Entweder habe ich was ziemlich... Wenn wir den Zugang halten, können wir dort einen Nachschubkorridor errichten. Je länger der Korridor offen bleibt, desto mehr Zeit bleibt der Able Company, um Verstärkungen durchzuschicken. Vorrücken und die strategisch wichtige Position besetzen. Klappe. Ich mach mal hier kurz. Berge gibt es nicht in Nordfrankreich. Meines Erachtens nach. Ich bin da nicht so, ne? Entweder haben wir ziemlich lange was verpasst, also sind jetzt von 45, dem Juni, August, September. In 45, hatte ich gerade eben 45, auf jeden Fall 44 bis jetzt 45 im Januar, dass wir unten sind. Oder dieses Spiel folgt keiner menschlichen Logik, sondern amerikanischer Logik. Und das tut mir leid, amerikanische Logik ist nicht logisch. Jetzt dürfen wir weiter. So. Unsere Jungs setzen ihre Ladung ab. Hier, Airborne Ranger. Ja, die Weintaschen sind verloren gegangen, Sir. Ja, was bist du auch so scheiße und lässt sie verloren gehen? Ey, guckt euch das an. Die landen hier. Wieso können die hier landen und nicht da Bomben rauffeuern? Nur weil da jetzt so viele Flakgeschütze sind, heißt das nicht, dass sie... Bringen wir die Sache endlich in Gang. Ja, heißt das nicht, dass sie auch alle treffen. Das kann ja mal hier weiter. So, dass ich hier so, ne? So, was haben wir denn da? Macht's kaputt! Kümmert euch um das Flugabwehrgeschütz! Können wir beim Sichern des Zugangs gut gebrauchen! Jetzt haben wir sie! Macht die kaputt! Kaputt! Nein, 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 Moment. Wie viele Männer haben wir denn verloren? Also mindestens einen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ja, so, die drei Mann-Kompanie setzen, dann brauchen wir die. Ich glaube, wir brauchen wir erstmal noch nicht an der Flak. 42 im Wachturm. Wir sind erledigt, wenn wir sie nicht flankieren. Oh, verdammt! Benutzt eine Sprengladung oder ein Panzerabwehrgewehr, um ein Loch in die Mauer zu sprengen. Genau, die kommen jetzt erstmal alle mit. Und zwar wirklich alle mit. Reißt euch zusammen! Ich wollte gerade sagen, alle mit Panzerabwehrgewehren ausstatten, aber das ist dann ja wohl, ne? Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ranger, das Ziel wurde ausgeschaltet. So, genau, die sollten wir flankieren. Aber wie sollen wir da reinkommen? Können wir das irgendwie... Ja. Ein MG, brauchen wir ein MG? Jawohl, hier Fallschirmjäger! Waffen bereit! Eagles! Wir stehen bereit! Wir haben eine Bazooka! Ich glaube, ich schnapp immer mit dem hier ein. Einem G. Bewegt euch, sonst reiß ich euch den Arsch aus. So. Also die MGs kriegen wir ja nicht kaputt. Wir können dann. Doch, geil, da können wir landen. Ich möchte trotzdem das gerne mal gucken, ob wir das... Ah, das hätten wir kaputt gekriegt. Gut. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, der darf dann gerne daran. Wir sind die Airborne Ranger!
Okay, kontraproduktiv, alle weg da. Jetzt ist, aua, platziert doch die scheiß Sprengladung, Junge, das kann doch nicht so schwer sein, mach die dahin! Mach die dahin, die scheiß Sprengladung, los, 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 jetzt lauf weg! Ach, egal. Ja, das ist Krieg und amerikanische Logik, mach deine eigenen Truppen kaputt. Die Mauer ist offen! Vorrücken! Lasst ein paar Gruppen am Haupttor, damit die Crowds beschäftigt sind! Es geht auch so kaputt. Im Ernst jetzt? Du willst mich doch verarschen. Ranger, bereit für den Kampf! Airborne Ranger, einsatzbereit! So, jetzt. Ich brauche jetzt diese Scheiß. Komm, komm noch, ich brauche noch zwei. Ein Munition, noch ein Munition, noch ein Munition. Danke. Jetzt rennen sie da ran. Bereit, mach das, mach das jetzt ran. Ich hoffe für dich, dass du das hier ran machst, sonst gibt's hier. Bewegt euch, Ranger! Jetzt mach den noch, danke. Junge! Danke jetzt. Oder lauf dahin. Spring mich! So, tut mir leid, dass sie jetzt auch noch raufgegangen sind, aber das ist amerikanische Logik, wie gesagt, und das muss so. Das gehört so. Das ist amerikanische Logik, das gehört. Was können wir uns eigentlich freischalten? Kriegen wir alles. Ist ja interessant. Zumindest anscheinend sollten wir dürfen wir. Kriegen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Heißt das jetzt, dass wir zu langsam waren oder und wir entdeckt wurden oder ist das jetzt eher nicht so der Fall? Okay, das MG würde ich doch gerne daran. Und einen anderen Dreier-Trupp gerne da rein. Ich hoffe, die schießen damit aber so. Ach, da ist die Tür. Ich hoffe, die schießen da mit der Bazooka raus. Versorgungskorridor errichtet. Gute Arbeit. Kümmern wir uns jetzt um diese V2. So. Airborne Ranger. Wir müssen die strategisch wichtigen Positionen beim Haupttor sichern. Die Deutschen dürfen sie nicht zurückerobern. Die Able Company schickt Verstärkung. Wir müssen den Versorgungskorridor offen halten. Wir 10 Minuten lang verteidigen, das heißt wahrscheinlich, wir werden angegriffen. Flugabwehrgeschütz verloren! Erobert es zurück! Airborne Ranger bereit für den Einsatz. Ja, das jemals verloren? Besonders einnehmen? Was schlau ist, wenn wir bedenken, dass wir angegriffen werden, aber. Ja. Klocket-Batterie schießt auf uns! Der Batterie! Schützen wir die Crowds mal ordentlich durch! Airborne Ranger bereit! Von wegen Able Company schickt Verstärkung. Nichts damit, Able Company schickt Verstärkung. Hier ist gar keine Verstärkung. Der Junge redet Lüge. Lüge. Der labert einfach, der Junge. Los, Ranger, bei mir sammeln! Das gefällt mir gar nicht, Sarge. So,
Los, Ranger, bleib hier sammeln! Was? Jetzt drauf da. Was ihr drauf habt, Airborne Ranger. Die Eagles gegen die Eagles brechen auf. Männer, gebt ihnen den Rest. Schießen, habt ihr gehört? Die Eagles gegen die Crow. Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Konvoi? Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ho, weg da. Also. Hier nach, Bewegung! Bleib da! Mach mal! Ranger, willkommen in Frankreich! Wir sind festgenagelt! Du kannst ja doch wohl hoffentlich ein. Airborne Ranger bereit für den Einsatz! Fallschirmjäger bereit für den Einsatz! Okay, wir werden dann wahrscheinlich, da da ein Turm ist. Und hier. Nur da. Und das eigentlich gar nichts aussagt. Fallschirmjäger, bereit für den Kampfeinsatz. Wir kommen da ja nicht raus. Ranger, bereit für den Einsatz. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen sich da waren. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen und hier Airborne Ranger. Ranger, kommt in Frankreich. Die Deutschen bekommen Verstärkung aus den Wachtürmen. Bringt Ladungen an den Türmen an und sprengt sie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich da nicht eigentlich. Okay, der Trupp rennt da jetzt hoffentlich auch wirklich vor. Und macht das da jetzt rein. Ich glaube, dass das Kackding gleich alleine schon wegen den. Entschuldigung, dass ich wieder so ruhig war, aber ich glaube, das ist Kack, den gleich alleine schon wegen den, weg, da, 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 weg. Oh, jetzt lauf doch, Junge, sonst wirst du mitgesprengt. Spring mich! Ausgeschaltet. Nichts vom Turm mehr übrig. Gute Arbeit. Wollte ich ja gerade sagen, dass sie das doch wohl kaputt kriegt. So, was war denn da? Mörser! Bereit für den Kampf. Noch irgendwann eine ohne. Ja, hier. Zu unserem Stützpunkt wird angegriffen. Aktiviert die Sicherungsstaffeln. Schnappt euch die Waffe. So. Bis zum Eintreffen der Verstärkung. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwischen. Fallschirmjäger, bereit für den Kampfeinsatz. Jetzt sagt mir nicht. Die Crowd-Infanterie schießt auf uns. Ranger bereit. So, den Kack haben wir jetzt und mit dem rennen wir halt mal bitte. Junge! Eine unserer Einheiten wurde. Verdammt, was wollen Sie eigentlich von mir? Entsenden Airborne Ranger. Wir sind festgenagelt! Sie haben. Ranger unter Beschuss! Aufklärer ist unterwegs! Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Bewegung, Leute! Los, bewegt euch, Leute! Ganz böse. Steh unter Gewehrbeschuss! Los, Ranger, bei mir sammeln! Da. Kriegt ihr den jetzt noch? Na gut. Dann, hoffentlich. Nein, irgendwo ein. Nein, okay. Da muss nichts gemacht werden. Die schießen da jetzt hoffentlich rein. Okay, das mit dem Mörser war ja mal gar nichts.
Die Zeit ist auch weg. Gut, dann sage ich mal gerade ganz kurz Pause. Sage ich danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.